Borussia Dortmund soll laut einem Bericht aus Italien an Stürmer Irving Lozano von der PSV Eindhoven interessiert sein. Ömer Toprak fällt verletzt aus. BVB-Präsident Reinhard Raubal stärkt Mario Götze nach dessen Reservisten-Dasein den Rücken. Jürgen Klopp freut sich für Roman Weidenfeller. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet ihr hier. Ist der BVB an Stürmer Irving Lozano dran? Irving Lozano spielt bei der PSV Eindhoven und im mexikanischen Nationalteam, bei der WM schoss er das Siegtor gegen Deutschland. Hinter dem Stürmer soll eine ganze Armada an Clubs her sein. Wie nun das italienische Portal Calciomercato.com berichtet, soll auch der BVB dazu gehören. Neben Dortmund sollen auch Inter, Juventus Turin, Manchester United und Atletico Madrid an Lozano interessiert sein. Das Problem für den BVB könnte die Ablösesumme werden. In den Niederlanden heißt es, Lozano koste 40 und 50 Millionen Euro. Irving Lozano, Leistungsdaten im Verein und für Mexiko-Team Zeitraumspiele Tore Vorlagen Mexiko seit 2016-3384 PSV Eindhoven seit 2016-7412313 CF Pachuca 01 von 2014 bis 20.171.404.128 Ömer Toprak fehlt dem BVB verletzt schlechte Kunde für die Borussia. Ömer Toprak hat sich im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Der Innenverteidiger fällt auf unbestimmte Zeit aus. Für den Dortmunder Kader ist dieser Verlust aktuell aufzufangen. Abdou Diallo und Manuel Akanji bilden ohne die Stamm-Innenverteidigung, zudem stünde auch den Axel Sagadou bereit. BVB-Präsident Raubal stärkt Mario Götze den Rücken. Reinhard Raubal hat sich zur Situation von Mario Götze geäußert, der zuletzt von Trainer Lucien Favre auf die Bank gesetzt wurde. Mario hat es nicht verdient, dass man ihn im Moment so kritisiert. Er ist ein toller Bursche, der zudem auch noch eine hohe Qualität besitzt, sagte Dortmunds Boss der Bild. Und weiter, wenn Mario seine Qualitäten wieder auf den Platz bringt, wird er der Mannschaft mit seinen Fähigkeiten auch wieder helfen. Allerdings gibt auch Raubal zu bedenken, inwiefern Götze kompatibel mit Favres Spielidee ist. Die Frage ist, wie Mario in dessen System passt. Mario Götze, die Leistungsdaten seiner Karrieresaison Verein 1 FC Tore Vorlagen Minuten 2017-18 Borussia Dortmund 32.272 2.022.016 17 Borussia Dortmund 16.221 1.752 50.015 16. FC Bayern München 21.641 2.192.014 15. FC Bayern München 481.573 3.622.013 14. FC Bayern München 4.515.132 8.072.012 13. Borussia Dortmund 4.416.203 3.202.011 12. Borussia Dortmund 26.781 8.142.010 11. Borussia Dortmund 418.163 055 Weidenfeller spricht über seinen BVB-Abschied. Roman Weidenfeller feierte am Freitagabend vor über 70.000 Zuschauern seinen Abschied vom Profifußball und von 16 Jahren BVB. Ich habe jeden Moment geliebt, den ich hier verbracht habe. Es ist gut, dass die richtig schönen Dinge bleiben. Ich bin sehr dankbar allen Mitarbeitern, allen Teamkollegen und natürlich euch Fans, sprach er nach Ende des Spiels, das die Dortmunder Allstars mit 4:1 gewannen, ins Stadionmikrofon. Roman Weidenfeller, die besten Bilder des Abschiedsspiels einer BVB-Legende. Roman Weidenfeller feierte am Freitagabend im Signal Iduna Park seinen Abschied vom Profifußball. Rund 70.000 Zuschauern waren da und lieferten dem Weltmeister ein Fußballfest. Spox hat die besten Bilder eines grandios Abschieds. Auch die Dortmunder Südtribüne war vollgepackt.
16 Jahre spielte Weidenfeller beim BVB, 2002 kam er aus Kaiserslautern zur Borussia. Und dann kam er, der Mann ist abends, Roman Weidenfeller, lief mit Söhnchen Leo ins Stadion ein, die beiden von ihm zusammengestellten Mannschaften standen Spalier. Das ist der Mann, der Weidenfeller in Kaiserslautern zum Sprung in die Bundesliga verhalf, FC Karl-Legende und Torwarttrainer Gary Ehrmann, der von der Südtribüne gefeiert wurde. Vor dem Spiel war noch Zeit für reichlich Selfies. Weidenfeller hier mit der brasilianischen BVB-Connection um Yves Nilsson, Márcio Amoroso, Julio César und Everton. Meistertrainer Jürgen Klopp kam zurück in seine alte Heimat und coachte die BVB Allstars. Trainer des Gegners war übrigens Peter Stöger. Kloppo direkt im Element und mit Anweisungen an Mo Zidane und Otto Addo. Der Liverpool-Coach meinte schmunzelnd, er sei noch nie in die Partie gegangen, in der er schon vor Anpfiff so viel Übergewicht im Mittelfeld gehabt hätte. Nachdem Weidenfeller lange selbst im Tor stand und zwei Elfmeter parierte, ging Jan Koller wie einst in München ins Tor, Weidenfeller schnappte sich sein Trikot und begann zu stürmen. Bei so vielen prominenten Gästen war natürlich auch Zeit, andere BVB-Legenden hochleben zu lassen. Hier feiern Neven Sabotic und Sven Bender vor der Südtribüne. Der Moment des Abends, der stürmende Weidenfeller wurde von Zidane bedient und schießt sein wohlverdientes Tor. Die Kollegen feiern ihn ausgelassen. Nach seinem Treffer kamen beide Teams zusammen und ließen Weidenfeller hochleben. Am Ende gewannen die BVB Allstars mit 4:1. Auch die Gäste hatten reichlich Spaß, viele bekamen das Grinsen kaum aus ihren Gesichtern. Nach Schlusspfiff ging es für Weidenfeller wie schon bei seinem letzten Heimspiel gegen Mainz auf den Zaun, die Südtribüne stimmte das Lied »Wir sind alle Dortmunder Jungs« an. Anschließend lief der stolze Papa eine Ehrenrunde durchs Stadion und wandte sich per Mikrofon an seine Fans. Weidenfeller bedankte sich für einen tollen und emotionalen Abend. Ganz am Ende wurde das Licht gedimmt und eine Lasershow bildete den Schlussakkord des Abends. Und zum Schluss noch ein Gruppenbild mit allen Beteiligten. Auch Ex-Trainer Jürgen Klopp war mit von der Partie und freute sich mit seinem ehemaligen Schützling, der Verein hat heute wieder einmal sein besonderes Gesicht gezeigt. Wenn 70.000 Menschen alten Männern beim Kicken zuschauen, muss ein besonderer Anlass und Grund dahinter stecken. Und das war heute Abend Roman Weidenfeller. Die besten Bilder des Abschiedsspiels von Roman Weidenfeller findet ihr hier. Werbung, Werbung.